Sollen wir jetzt schwimmen oder was? Wieso sind wir hier? Ja, vielleicht will ich heute ein Boot verkaufen oder so, ich weiß nicht. Wirklich? Nein. Bist du jetzt ein Bootverkäufer geworden? Nein, nein, ich hab dir ein schönes Auto mitgebracht. Was für ein Wagen ist das? Ich steht hinter uns. Wirklich? GLC 63er S. Wow, Coupé. Coupé. Ist der V8, 4 Liter, 510 PS. Hat 4 Liter V8, 510 PS. Die Felgen sind vermackt. Ja, das machst du fertig. Ist nicht so schlimm. Der ist aber sehr, sehr gut ausgestattet. Aus welchem Baujahr ist der? 2019 und hat knapp 107.000 gelaufen. Selenit Grau. Genau, ich finde persönlich die schönste Farbe, die der haben kann. Du siehst Sitzheizung, Sitzbelüftung, Burmester, Schiebedach. Hat der Sport Abgas? Klar, ist ein S. Wie viel Hand? Ist aus dritter Hand. Dritte Hand. Hat er nur die Winterreifen? Ja, nur diese Bereifen. Komm, lass uns mal reinsetzen. Ich gebe dir den Schlüssel. 106.000 gelaufen. Sportabgasanlage. Was ist mit 360-Grad-Kamera? Hat er auch. Sollen wir kurz eine Runde drehen? Können wir machen, kein Problem. Jetzt ist dein Schiebedach. Ja, 360-Grad-Kamera hat der. Ist ein deutsches Fahrzeug, denke ich mal. Ja, klar, klar. Du kommst immer an gute Fahrzeuge dran. Ich hab der so, Preis? Ich suche gerade so einen Wagen, ne? Muss ich sagen. Auf jeden Fall. Ja. Keyless Go. Lenkrad ist auch noch in Ordnung. Sitzbelüftung hat er auch sogar. Hm. Was soll er kosten? Ich sag jetzt was und da wird gar nicht gehandelt. Okay. Das will ich nicht versprechen. Du hast ja selber ein GLC auch da, aber ein 43er, oder? 43er, ja. Weißt du, wie viel der bei dir steht ungefähr? Ich meine etwas über 50.000. 53.000. Du kriegst den 63er S. Okay? Ja. Ich sag dir jetzt 44,5. 44,5. Der Preis ist sehr verlockend, aber noch ein bisschen geht doch noch, oder? Soll er noch ein bisschen gehen? Immer. Ich versuche ja mein Glück, auf jeden Fall. Ah, hier hat er auch zwei USB-Anschlüsse. Aber der ist gut. 510 PS. Ich denke mal, der hat auch einiges an Dampf. Kannst hochfahren. Geht eine 40? Nein. Wieso nicht? Nein, auf gar keinen Fall. Ja. Sag mal, an wie vielen Händen hast du den vorher angeboten, bevor du zu mir kamst? Okay. Wirklich? Ja, wenn du jetzt Nein sagst, gehe ich zum nächsten und der holt den auch für 50. Nein, wieso soll der denn 50 bezahlen? Wieso soll er 50 bezahlen? Also ich fahre den ganz kurz einmal. Ich denke mal, der wird technisch in Ordnung sein. Head-Up-Display, der ist gut ausgestattet. Das Problem ist bei diesen Fahrzeugen, dass du ab einem gewissen Betrag einen Cayenne kaufen kannst. Ich würde sagen, ich kann, der Händler, den du nun anbieten willst, der kann keine 50 zahlen, weil du etwas über 50 einen Cayenne kriegst. Also er fährt sich gut. Ja, aber ich biete ja nicht 50. Ich sage, du kriegst ihn für 44,5 kriegst du den. Ja, aber ich muss, ja was verdienen. Ja, selber schreibst du 50 drauf, 52. Nein, du kannst nicht über 50 gehen, Kai. Pass auf, langer Rede, kurzer Sinn. Wir steigen noch einmal aus. Ich habe ja gesehen, du hast die Unterlage. Dein 43er steht für 50, ne? Den habe ich, hab ich teuer eingekauft. Ja, den habe ich teuer eingekauft. Den habe ich also, teuer. Ich muss die Felgen machen. Okay. Dritte Hand. Der nächste wird der vierte Hand sein. Ich will den Wagen nicht schlecht machen. Ich will ja auch was verdienen. Ich muss eine Gewährleistung übernehmen. Und 42,5. Sag nicht nein. Lass mich kurz berechnen. Meine Hand ist jetzt oben. 42,5. Ja, okay, komm. Komm, lass uns reinsetzen, das Firma fahren. Schnapper gemacht. Ja. Nein, das muss ich doch verdienen. Gönn mir das doch mal. Ja. Woher kriegst du die Autos alle? Hä? Ich weiß selber nicht. Ich sag dir einfach, weißt du? Was kommt dann als nächstes? Ich habe ja gehört, du verkaufst selber auch Kleinwagen. Ja. Und es kommt ein VW ab. VW ab? Ja. Wirklich? Viertürer.
Ja? Ja, der biet den keinem an. Nein, mach ich nicht. Sag Wallah? Wallah. Okay, ich mag dich. Dankeschön. Ich auch.